Am Wochenende geht in der Messe Wien die Vienna Comic Con über die Bühne. Zwei Tage lang werfen sich Comic-Fans und Cosplayer in Schale und werden zu ihrem Lieblingsheld, Bösewicht oder irgendetwas dazwischen. Ich stelle heute da Zerutu aus dem Anime Darling in the Franxx. Also ich bin Hella aus Thor Ragnarok, das Film. Ich bin Poison Ivy aus dem DC-Universe. Ich bin aus einem Computerspiel namens Assassin's Creed Odyssey und mein Ingame-Name ist Alexios. Ich komme aus dem Anime Death Note und der Charakter ist Ryuk, das ist der Todesgott. Es gibt unzählige verschiedene Charaktere, die hier auf der Comic-Con vertreten sind. Er ist Super Mario, ich bin Princess Peach, allerdings nach dem Friseurbesuch in Pink. Ich bin der Captain America, ich stehe für Gerechtigkeit und Ordnung auf dieser Welt. Das Gesicht sollten Sie irgendwie ansatzweise kennen und momentan sehr, sehr viel Angst haben oder es sollte Ihnen schlecht sein. Ich bin Tinkerbell von Peter Pan. Ich liebe sie einfach, sie ist auch Designerin quasi, sie entwirft auch gerne Klamotten. Ich bin eigentlich ein Space Babe, aber nicht ganz so sexy und mehr Trash 70er, 90er gemixt. Wir sind immer früher als Jedi Ritter, aber hier hat es 100 Jedi Ritter, aber uns seht ihr nur einmal. Die Teilnehmer der Vienna Comic Con kommen nicht nur aus Wien. Von Saalfelden, in Pinzgau, Salzburg, ganz weit weg, 5 Stunden mit dem Zug. Wir kommen aus Deutschland, aus Düsseldorf. Wir haben in Deutschland jede Con schon mal besucht. Das Volk von Wien hat mich gerufen und dementsprechend habe ich mir die Paradeuniform angezogen, um mich dem Volk in der Provinz zu zeigen. Die meisten Kostüme sind mit viel Liebe und Können gemacht. Für das perfekte Outfit wird einiges an Zeit investiert. Insgesamt so um die 30 Stunden. Also es ging, also das ganze Cosplay nähen und alles fertig machen. Ich habe das Headpiece alleine gemacht. Es dauerte 9 Tage. Der Oberteil ist ein alter BH mit so einer Liliane, habe ich die Blätter entfernt und draufgeklebt. Der Rock ist Tüll und unten noch ein Stoffteil aus Jersey. Also das Kostüm ist selbst gemacht. Es stecken über 200 Arbeitsstunden dann auch dann drin. Es stückelt sich zusammen, also es dauert dann schon. Also 3 Jahre hat es dieses Outfit gedauert und es ist noch immer in Arbeit. Die Vienna Comic Con ist auch dieses Jahr wieder der Treffpunkt für Cosplayer und Comic-Fans. Insgesamt werden an diesem Wochenende mehr als 25.000 Fans erwartet.